Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video und willkommen zurück auf meinem Kanal. Und wie ihr seht, ist heute alles ein kleines bisschen anders, denn ich bin nicht in meinem Studio. Bild- und Soundqualität sind ein kleines bisschen anders, denn ich bin auf Djerba. Und warum bin ich auf Djerba? Ja, einerseits mache ich Urlaub, meine Family ist auch mit dabei, aber hauptsächlich bin ich hier, weil ich als DJ gebucht bin und zwar auf Djerba in einem Ferienclub. Und ich dachte, ich nehme euch mal mit, um euch zu zeigen, wie das Ganze so läuft, wenn man als international gebuchter DJ unterwegs ist. Wir gehen da verschiedene Punkte durch, unter anderem die absolut phänomenale Anreise, die zwischenzeitlich Gott sei Dank schon 10 Tage zurückliegt. Aber auch das möchte ich euch ein bisschen zeigen und natürlich auch das Leben und der Alltag als DJ in dem Club, in dem ich hier auflege. Ein paar Facts dazu. Ich bin gebucht als DJ bei Aldiana. Wer von euch Aldiana nicht kennt, das ist sowas ähnliches wie Robinson. Also Robinson Club habt ihr bestimmt alle schon mal gehört. Aldiana Club ist quasi ein Pendant dazu, ein bisschen mehr auf Familien ausgelegt, aber tut auch gar nichts zur Sache. Die buchen mich so ungefähr 1-2 Mal im Jahr und kümmern sich natürlich auch darum, dass ich hier anreisen kann, dass ich meine Familie mitbringen kann und so weiter und das alles, na klar, auf deren Nacken inklusive Flug. Beim Flug ist es so, dass es immer eine unterschiedliche Airline ist. Manchmal ist es Condor oder meistens sogar ist es Condor. Dieses Mal war es Tunis Air und warum das eher so eine semi-optimale Wahl ist, seht ihr im Verlauf dieses Videos. So, und da bin ich angekommen am Flughafen, noch komplett guter Dinge mit Sonnenbrille auf und kurz vorm Check-in, weil ich da noch nicht wusste, was mich gleich erwartet und voller Tatendrang auf nach Djerba. Ja, an der Stelle lässt sich schon sagen, Tunis Air absolute Legenden. Es steht nirgendwo was auf dem Board, nirgendwo was in der App oder sonst wo. Aber mein Flug hat 2,5 Stunden Verspätung. Da kriege ich dann auch erstmal hier so einen netten Zettel dafür. Dafür kann ich für 10 Euro essen. Aber die 10 Euro reichen nicht bei dem, was ich jetzt vorhab, weil ich gehe nämlich jetzt ins Megis und ich muss ja lange essen. Deswegen esse ich dann mindestens, keine Ahnung, für 30 Euro. So, 23,36 immerhin Bargeld los, gib. Tischservice gibt, rein mit der Kreditkarte und Schmeckelose. So sieht das top aus. Genauso. Burger. Hat Tunis Air auf jeden Fall saftiger Laden. Wir haben es jetzt 19:40. Vor 20 Minuten sollte der Flug gehen. Jetzt soll in 20 Minuten der verspätete Flug gehen. Aber das wird wohl auch nichts. Und das Allergeilste ist, hier drin ist das Gate. Und da wurden jetzt alle rausgeschickt und sollen hier draußen vor der Tür warten. Und hier warten jetzt alle draußen vor der Tür und keiner weiß warum. Aber wir haben ein Bier. Alles gut. Na, Tunis Air auf jeden Fall auf die 1. Erst haben sie uns alle rausgeschickt, um uns jetzt wieder reinzuschicken. Und Flieger ist immer noch keiner da. Jetzt haben wir es 10:08. In 10 Minuten sollen wir abheben, mal hier mal ein Fragezeichen kommen. Eigentlich ist das Video jetzt locker schon so lang, dass man eigentlich Content aus Djerba erwarten könnte. Das Thema ist aber, ich bin immer noch in Frankfurt. Da steht jetzt, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann im Video, immer noch 20 Uhr. Also 20 Uhr hat sich schon lange erledigt. Ne? Wir haben es 20.32 Uhr. Und wenn ich nicht googeln könnte und nicht wüsste, wie mein Handy bedient, ne, dann wäre ich halt echt genervt. Weil da siehst du, dass der Hinflug aus Djerba erst um 20.50 Uhr hier landet. Das bedeutet, vor 21:30 hebt hier gar keiner ab. Wenn du allerdings vorne die Profis von Tunis erfragst, heißt das, ja, ja, kommt gleich, dauert nicht mehr lange und so. Ja, also ich habe mich selbst gefragt, weil ich kann mir die Frage ersparen, aber ich höre ja, was die anderen fragen. Also Tunis Air auf die 1. Noch weit vor Wizz Air und Ryanair, legendärer Laden. Also ich bin guter Dinge, dass das die letzte Einstellung, die letzte Sequenz von immer noch Frankfurt ist, denn es tut sich was. Es ist 9:30 und jetzt sind die beiden, die die ganze Zeit hier vor der Tür waren, sind jetzt noch drinnen gegangen, um uns jetzt wohl gleich fürs Boarding vorzubereiten. Der Flieger ist schon eine Dreiviertelstunde da, ist auch nichts passiert. Und was mir eben auch aufgefallen ist, die haben da in ihrem Computer, sobald wir da in diesem Warteraum ans Gate nochmal kamen, schon drinstehen gehabt, dass wir am Boarden sind. Das ist wahrscheinlich irgendwie fürs System oder so, damit die Leute, keine Ahnung, dass das später in der Statistik besser aussieht, dass man die Verspätung wahrscheinlich nicht so sieht. Muss man einer Kuchen-TV oder Simplicissimus einschalten, die können der Sache auf den Grund gehen. Also Flieger ist hier übrigens keiner zu sehen, aber ich denke, wir fahren noch 70 Kilometer Bus, bis wir dann da drin sitzen. Also wenn es ganz, ganz gut geht und jetzt wirklich auch wirklich das Boarding beginnt, heben wir frühestens 22:45 ab. Also auf entspannt angelehnt 3 Stunden Verspätung dann zwischenzeitlich. Aber die nächste Szene, die ihr seht, ist aus Djerba versprochen. Oder zumindest aus dem Flieger aus Djerba. Ich bin jetzt selbst langsam leid. Wahrscheinlich sieht man original gar nichts, weil es hier viel zu dunkel ist. Aber jetzt bin ich endlich in Djerba angekommen und sitze im Taxi ins Hotel. Also das war eine absolute Katastrophe mit Tunis Air. Also wirklich voll Katastrophe. Ne? Aber der Flug ging richtig schnell. Also wirklich, wirklich schnell. Der hat da irgendwie Abkürzung genommen. Nur 2 Stunden 15 statt 3 Stunden. Das Thema ist nur, dass die Zollbeamten mit DJ-Controllern in Djerba nicht ganz so easy sind, weil die irgendwie glauben, dass das was Böses ist. Damit sind die bei mir auch auf Unverständnis gestoßen, aber ja, passt schon. Jetzt hoffe ich, dass ich gleich im Hotel bin und dann geht's ab in die Fahrt. Und hier noch ein kleines Video vom Taxifahrer, einfach bester Mann, hat einfach mein Handy genommen, Musik von mir selbst angemacht und mal ein kurzes Willkommensvideo gedreht. Einfach Aura plus 10.
Eine kleine Besonderheit noch, es gab dieses Mal beim Booking ein kleines bisschen Durcheinander. Und zwar, das Booking steht schon fest seit Anfang des Jahres, ich glaube seit Januar oder Februar. Und da wurde das auch schon fix gemacht, dass ich mit meiner Frau, mit meinen Kindern und so weiter hier anreise, weil, na klar, ein Hauptbestandteil der Bezahlung auch Urlaub ist. Leider ist es diesmal so, dass was schiefgelaufen ist. Und zwar gab es jetzt in der Zeit bis, ich glaube, vom 20. bis zum 29. September bei Aliana die sogenannte Primetime. Primetime bedeutet, dass keine Kinder erlaubt sind. Das bedeutet, Erwachsene machen Urlaub unter sich. Das wusste ich zwar leider nicht und leider hat auch die Organisation ein kleines bisschen verplempert, sodass erst 2 Wochen vor Anreise dann gesagt wurde, du kannst nicht mit deinen Kindern kommen. Und dann habe ich natürlich gesagt, okay, maximales Drama, weil ohne meine Kinder fahre ich nirgendwo hin. Das stand nicht zur Debatte, dass die daheim bleiben. Und ein Kind winkt mir gerade hier von links zu vom Balkon aus. Ja, stand nicht zur Debatte, dass wir ohne Kinder dort anreisen. Deswegen waren wir die ersten paar Tage in einem anderen Hotel, das wir dann kurzfristig uns ausgesucht haben. Und auch da hat Aliana natürlich einen Großteil der Kosten übernommen und noch mehr als das. Dazu komme ich gleich noch. Aber das Hotel war auch, ja, keine Ahnung, also was passt zu tun ist eher, kann ich sagen. Jetzt sind wir seit 4 Tagen schon hier. Es ist einfach nur mega geil. So, im Hotel angekommen, können wir noch einmal über die Facts sprechen. Ein Fact ist, ich bin maximal im Arsch, bin auch erkältet, Schüttelfrost und ich glaube, ich habe auch ein bisschen Fieber, das habe ich von meiner Frau. Und apropos Frau und Kinder, wenn ihr euch fragt, warum ich so ein großes Zimmer habe, die kommen morgen nach, weil ich über die DJ-Agentur gebucht wurde, habe ich halt einen anderen Flug als meine Familie, das ist blöd. Aber es wäre auch blöd, denselben Flug wie ich zu buchen, erstens, weil Toni sehr scheiße ist und zweitens, weil es noch dazu viel teurer ist, als der Flug, den die drei jetzt haben. Und auch meine beste Freundin, die auch mitkommt. Ja, und zum Ablauf, wie das Ganze jetzt so funktioniert, wenn man international auflegt, weil man hier das Gerät braucht und so, das gehen wir jetzt alles in den nächsten Tagen, weil ich brauche eine locker volle Mütze Schlaf jetzt, damit ich einigermaßen wieder klarkomme mit meinem Live, deswegen peace out. Und dann kann ich auch ein kleines bisschen was zum Ablauf sagen. Es ist also so, dass ich während der ersten Zeit quasi so als Entgegenkommen, dadurch, dass ich noch nicht mehr hier wohnen konnte, kaum aufgelegt habe. Ich habe insgesamt 3 Gigs gespielt, davon 2-mal in der hauseigenen Diskothek, die da heißt Blue Dolphin, und einmal ein Sundowner direkt am Strand. Für alle, die nicht wissen, was ein Sundowner ist, euch sei mein YouTube-Kanal empfohlen. Dort kommt demnächst ein Video von so einem Sundowner, welche Musik ich da spiele, wie die Location rundherum ist, das Ambiente, der Vibe. Ich kann euch nur sagen, absolute 10 von 10. Und wer auf so eine Art von Musik steht, dem sei mein Zweitkanal empfohlen. Den findet ihr in der Videobeschreibung. Der heißt so, wie mein eigentlicher Künstlername ist, nämlich Sir Alex S. Dort könnt ihr einfach mal rübergehen. Dort werde ich das Video demnächst veröffentlichen vom Sundowner. Wenn ihr hier übrigens im Hintergrund jemanden schreien hört, dann sind das die Spieler da unten auf dem Tennisplatz, weil ich sitze bei uns auf dem Balkon. Ich habe es erst überlegt, hier bei uns im Zimmer aufzunehmen. Allerdings, ja, dann werden ganz viele Kinder im Video gewesen. Gut, Faden verloren. Also, 2-mal in der Diskothek aufgelegt und 1-mal Sundowner. Jetzt sind wir seit dem 29.09. sind wir umgezogen und sind jetzt dauerhaft bei Aliana in diesem wunderschönen, traumhaft atemberaubenden Club in Java. Und jetzt lege ich jeden Tag auf und zwar jeden Abend, abends im Blue Dolphin in der Diskothek. Und noch dazu kommt noch ein zusätzlicher Sundowner am kommenden Mittwoch. Also wenn ihr das Video seht, ist das schon 4 Tage her. Für mich ist es morgen. So, wahrscheinlich ist das mal wieder nur Tonaufnahme und kein Bild, weil ich im Dunkeln hier am Strand entlang laufe. Und ich bin unterwegs zu meinem ersten Gig. Und jetzt fragt man sich, warum musst du da hinlaufen? Ja, ich penne halt nicht in dem Hotel, wo ich auflege. Bin jetzt jedenfalls unterwegs zu Aliana. Hier vor mir, da findet gerade die Beachparty statt. Und im Anschluss lege ich da im Club Blue Dolphin auf. Beginn ist um 11 bis ca. 23 Uhr. Ganz viele cringe Typen hier am Strand übrigens. Naja, mal gucken, was die Party so bringt. Kann ich aber sagen, barfuß zum Auflegen gehen hat auch irgendwie was. So, das ist mein Setup für heute Abend. Bin komplett ready. Das ist die Bühne. Da drüben geht noch die Party. Beachparty aktuell. Und gucken wir mal, was das gleiche wird. So, und hier seht ihr mich ein kleines bisschen beim Auflegen. Allerdings kann man davon nicht ganz so viel zeigen, weil es dann mit Sicherheit irgendwie einen Copyright-Strike gibt wegen der Musik. Aber so sieht das Ganze dann aus, während ich am Auflegen bin, direkt am Strand von Java bei bestem Wetter zum Sundowner. Und hier gibt es noch viel, viel mehr Musikveranstaltungen. Die spiele ich allerdings nicht alle selbst, weil hier ganz viele DJs sind und nicht nur ich. Und da wird auch sehr genau darauf geachtet, dass du nicht zu viel arbeitest an einem Tag. Weil wenn du zum Beispiel abends an der Poolbar noch auflegst oder irgendwie eine Silent Party machst oder, kommst du ganz schnell auf 9, 10, 11 Stunden Spielzeit und das ist na klar zu viel. Auch wenn es Spaß machen würde ohne Ende, achten die schon sehr genau darauf, dass man nicht zu viel auf einmal spielt. Also ich bin unterwegs für die restlichen Tage abends im Blue Dolphin und noch einmal beim Sundowner. Das war meine Reise als DJ international unterwegs auf Java, Tunesien für Aliana. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Insights geben und es hat euch ein bisschen gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, um zukünftigen Content nicht zu verpassen. Und wie immer die Beruhigung an alle. Es gibt auch noch in Zukunft 5M-Content, absolut versprochen. Und schreibt gerne in die Kommentare, wie euch dieses Video gefallen hat. Ich danke euch fürs Zusehen, sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen.